Ja, bestimmt. So, und während Sie nun vielleicht mit viel Herzklopfen daheim sitzen und schon fleißig Ihre Postkarte ausfüllen, lauschen wir mal, wie das Herzlein von Herrn Neumann schlägt, wenn er Frau Steger begegnet. Oh, Doktor, mir wird schwindelig. Ach, das bildet man sich ein. Ich glaube, das kann nur ein ganz besonderer Schwindel sein. Mein Blut, das weit und kocht, und mein Puls, der rast und pocht. So? Es geht bum, budi, 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 bum, bum. Oh. Bum, budi, bum, budi, bum, budi, bum. Oh, quel malheur, Madame. Passiert Ihnen das häufig? Ja, regelmäßig dann, wenn ich mich unterhalte mit einem ganz bestimmten Mann. Ach so? Dann bin ich wie verhext. Ich verheddere jeden Text. Es geht bum budi 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 bum bum budi bum budi bum budi bum. A quel malheur, Madame. Herr Doktor, werden Sie mich untersuchen? Zeigen Sie mir bitte die Zunge. Ah. Nehmen Sie sie wieder. Sehr gut. Meine interzirkulose, amoröse Diagnose heißt bei Ihnen, Sie sind leider viel zu schön. Darf ich demzufolge hoffen, dass Sie mir nun endlich offen Ihre Seelentherapeutik eingestehen? Oh la la. Oh Doktor, ich weiß etwas, was man dafür verschreibt. Ich garantiere für gar nichts mehr, wenn das bei mir so bleibt. Und diese Therapie? Lieber Doktor, die sind Sie. Es geht bum budi 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 bum bum budi bum budi bum budi bum. Oh, das kann gefährlich. Sehr gefährlich für uns beide sein. Herr Doktor, was raten Sie mir? Kommen Sie dreimal täglich zu mir. Dreimal täglich? Frau Krüger, mir wird schwindelig. Meine Güte, ich hör's schon. Bum, bum.